Hallo und herzlich willkommen aus Mallorca. Da seit 4 Monaten kein Frag-Film-Boss mehr kam, dachten wir, wir müssen uns mal wieder zusammensetzen und ein paar Fragen beantworten. Ja Leute, wir starten direkt rein und Phil hat die erste Frage. Ihr konntet ja letztes Mal unter dem Video ein paar Fragen stellen. Die Frage kam von Phil. Wann knackt ihr die 1K? Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, würde ich sagen. Die Zeit läuft gar nicht. Hello darkness, my old friend. Also es läuft jetzt auch nicht negativ, aber wir kriegen zurzeit eigentlich keine Abos dazu. Ist auch nicht so schlimm, 800 ist schon eine große Zahl. Vielleicht wird es wieder mehr, wir wissen gerade nicht, woran es liegt. Ja, ich glaube, es könnte an Domi liegen, man weiß es nicht genau. Ja, es ist ja nicht da, also eigentlich müsstet ihr mal zeigen, dass es an Domi liegt. Diese Woche ein paar Abos dazu kriegen. Ja, wir versuchen auf jeden Fall in Zukunft wieder regelmäßiger Videos zu bringen. Ja, und dann werden die 1K Abos auch irgendwann geknackt. Ja. Denk schon. Nächste Frage kommt von Mojo TV. Was stört euch an eurer Schule am meisten? Also der ein oder andere Klassenkamerad auf jeden Fall. Ja, dann der ein oder andere Lehrer, denke ich auch. Ja, und so ein bisschen allgemein das Schulsystem. Ist jetzt nicht nur an unserer Schule, sondern ja, allgemein so ein bisschen. Vielleicht können wir es mal näher erläutern in einem Video oder so. Aber ja, ansonsten ist unsere Schule ganz okay. Ja, ja, passend zur Schule auch nochmal hier eine Frage. Wie groß seid ihr ungefähr? Kann es sein, dass du dumm bist? Ja, okay. Das ist nicht. Und in welche Schule oder Klasse geht ihr? Wie groß sind wir? 1,75 oder so? Ja, ich bin so fast 1,70 mittlerweile. Und in welche Schule oder Klasse geht ihr? Also ich gehe in die 10. und Wannek in die 9. Ja. Oh. Und nächstes Jahr gehen wir beide in die 10. Wenn es schlecht läuft, ja. Mal gucken. Und wir gehen auf dem Gymnasium beide. Wir sagen jetzt mal nicht welches. Ich denke, die meisten, die jetzt hier gerade zugucken, wissen es wahrscheinlich, aber ja. Ja. Nächste Frage. Die nächste Frage kommt von Sky Manny. Hashtag Frag Filmbüros. Wollt ihr noch einen Livestream machen? Schon, oder? Ja, also Livestream machen wir demnächst auf jeden Fall mal. Ist halt die Frage, ob dann sehr viele Leute zugucken. Ja. Ist immer peinlich, wenn dann nur so 2 Zuschauer drin sind. Ja, also wenn, dann müssen schon ein paar Leute zugucken. Aber wenn wir mal richtig einen ankündigen und so und wissen, worum es geht und der PC auch das Ganze mitmacht, dann hätten wir schon Lust auf einen Livestream. So, eine kleine Erfrischung zwischendurch. Nein! Die nächste Frage kommt von Colin. Hashtag FragFilmBros. Wer ist so in eurer Gang und mit wem hängt ihr so ab? Mit wem hängen wir ab? Mit dir auf jeden Fall nicht. Kommen jetzt diese schwarzen Leute da, die so, Nee. Ja Leute, wir haben so eine kleine Gang, so Leute, mit denen wir immer zocken, ein bisschen was machen. Da ist der Colin natürlich auch dabei und der Domi und noch ein paar andere. Ja. Die Pico Stunny hat auch gefragt, was ist dieses Rauschen? Keine Ahnung. Welches Rauschen? Also muss ich dann schon ein bisschen deutlicher ausdrücken, weil ich habe jetzt keine Ahnung, was du meinst. Ja. Ja, also Leute, das Rauschen ist unser PC gewesen. Ja. Der ist immer relativ, eigentlich ist er schon sehr laut. Der muss eigentlich immer ausgemacht werden, aber den haben wir da gebraucht für ein paar Szenen. So Leute, wir haben mittlerweile Dienstag, haben jetzt auch mal die Location gewechselt und es regnet. Richtig schön, das Video wird wahrscheinlich auch erst Dienstagabend irgendwann kommen. Ja. Ja. Aber man erwartet ja auch nicht, dass es jetzt hier auf Mallorca einfach mal regnet. Ja. Die nächste Frage kommt von Tree. Wieso habt ihr mit YouTube überhaupt angefangen? Und habt ihr keine Angst, dass ihr euch von Leuten, die euch kennen, blamiert? Naja, also es gibt eigentlich keine peinlichen Videos von uns, also. Wie haben wir mit YouTube angefangen? Ich würde sagen, wir haben schon immer coole Videos mal zusammen gedreht, früher so als Kind. Ja, da weniger cool. Natürlich mit Movie Maker dann geschnitten. Und ja, hat eigentlich immer Spaß gemacht und irgendwann dachten wir uns, warum nicht mal mehr Leuten zeigen. Nächste Frage vom creepischen Wesen. Was für Komponenten habt ihr in eurem PC? Definitiv nein. Die nächste Frage kommt von Jay, der Vlogger. Wieder super Video und wie wäre es mit einer Apo-Red-Parodie? Hatten wir ja schon mal eine. War sehr stark. Hitzig war ein Barbaroller. Barbaroller. Ich würde sagen, seid ihr sehr viel im Fortnite-Hype, der Apo. Ja, moin Leute. Apo ist wieder auf Trocken am Start. Und wir gehen jetzt ganz entspannt mal das die Depot und räumen richtig auf. So, dann nehmen wir hier mal so einen blauen Stein und räumen mal in der Mitte auf. So, da ist der erste One-Shot. Ganz entspannter Hase. Schildness gönnen. Das Slurpness haben wir auch noch. Oder oben ist einer. Gönn mir mal die Scar.
Oh, ganz schön gestruggelt, Alter. Aber er war One-Shot sein Vater. Ja, Digga. Easy. Boom, Digga. Easy win. 23 Kills in Thanos. Echt verfilmt fragt. Was ist mit meiner Zahnpasta? Ich habe Adresse und so per E-Mail geschickt. Ja, die Zahnpasta. Ich glaube, das haben wir mal angekündigt, dass wir die verlosen werden. Ja. In irgendeinem Video. Und echt, die haben scheinbar gewonnen oder so. Oder wie war das? Wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht. Ja. Ich würde sagen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, dann schicken wir sie direkt los. Ja. Ja. Original signiert natürlich. Brothers haben gefragt, habt ihr eine PS4? Wenn ja, wie heißt sie da? Also wir haben mittlerweile eine PS4 seit einer Woche oder so. Haben uns jetzt endlich mal eine gekauft, wurde auch Zeit. Ja. Und wir heißen da, glaube ich, Skater Brava. Ja, unser Kanal. War nicht beabsichtigt, aber ist von der E-Mail-Adresse leider so entstanden, der Name. Dann kommt vielleicht auch bald mal wieder Let's Plays. Macht euch noch nicht so große Hoffnungen, aber ich denke, also ich habe es zumindest vor mit dem Domi zusammen und bin. Ja, spätestens im Oktober oder so, Ende August, glaube ich, kommt FIFA raus. Er hat auch hier sein FIFA-Shirt an. Und Oktober kommt Call of Duty, das neue, raus. Da kommen auf jeden Fall Let's Plays. Ich weiß nicht, ob bis dahin noch was kommen wird, aber ich denke, ja, wir machen da auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen was. Ja, die nächste Frage kommt von Jim Knopf. Kriege ich endlich mein Autogramm? Nö. Und die zweite Frage noch von ihm. Wie lange wollt ihr noch YouTube machen? Ja, Leute, das war's mit einem etwas verspäteten Frag Film Bros. Nächste Woche kommt dann wieder, hoffentlich, das Video am Sonntag. Ja. Wir werden es versuchen und es kommt wahrscheinlich eine Fußball-Challenge mit Tommy. Ja. Und mit vielleicht noch ein paar anderen. Dieses Mal war es einfach ein bisschen schwierig, wir sind halt gerade im Urlaub und ja, es hat jetzt sehr viel geregnet in den letzten Tagen, war kein gutes Wetter und... Kann man auch nicht erwarten hier. Ja. Auf Mallorca. Gut. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao.